Hallo, Rio, meine werten Freunde, wenn ihr 16 Freunde und Let's Fetzel Play zu schauen, wir machen hier weiter. Gar nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken weitermachen. Genau, hier so geht das. Ja, Hauptgeschichte voranschreiten. Ist die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Gav, er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Ist ja doch für was zu gebrauchen, der Gav. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Stolz. Ich begleiche nur meine Schuld. Nein, Prinz du Deon. Willst mit die Welt retten auch. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit? Nein. Euer Vielleicht. Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen. Und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, Eure Hoheit. Dion, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Wenn die edlen Damen und Herren also langsam so weit wären? Schön gesagt, Gav. Eine Fantasy-Prämie. Wir haben viel zu tun. Abgeschlossen. Das Dungeon, nehme ich mal an. Was jetzt? Doch nicht so richtig abgeschlossen. Kann ich die Weltkarte kann ich nicht aufrufen? Nee, nicht so richtig abgeschlossen. So, bei ihm kann man Sachen nachkaufen. Ich schätze mal, dass du da reingehst, egal was ich dir sage. Aber versprich mir bitte, dass du gut auf dich aufpasst. Okay. Tante wäre am Boden zerstört, wenn dir was passiert. Wo sie mich extra das ganze Zeug nach Ashra hat schleppen lassen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Also, du kaufst mir was ab, ja? Gucken wir mal, was hast du denn? Götz. Ich habe gute Sachen dabei. Verteidiger kann man hier jetzt kaufen. Den Verteidiger. Oh, der ist. Könnte man den aufrüsten? Was man bei ihm vielleicht kann, dann ist der besser als Ragnarök bestimmt, weil der ist jetzt schon nur 5 Punkte schlechter. Hardcore. Okay. Himmelstuch, ja, vielleicht. Muss man Sonnenarmreife, muss man halt gucken. Die aber bestimmt nicht, weil die sind ja eigentlich schon perfekt, sozusagen. Die sind schon die besten, die man so kriegen kann. Haben wir auch alles? Okay, dann würde ich Hast sagen, du alles, was du brauchst? Gehen wir zu Götz Amboss und gucken beim Herstellen rein. Nee, beim Verstärken. Gucken wir rein. Nee? Wo ist das komische Verteidiger oder wie es heißt? Ist hier gar nicht dabei. Verstärker. Nee, ist nicht, weil es kein grüner Gegenstand war. Es war ein gelber Gegenstand. Ah, okay. So ist es halt. In Ordnung. Soll ich wirklich nichts anderes für dich machen? Nee, leider nicht. Hätte ja gern jetzt was produziert, aber nee. Wäre Sid hatte bei uns, wäre er sicher stolz auf dich, Clive. Stolz auf uns alle. Hast du da hinten auch noch was zu sagen? Ich möchte noch so vieles über euch erfahren, wenn all dies hier vorbei ist. Bis dahin erwartet jeden, der sich uns in den Weg stellt, die Spitze meines Speeres. Man hat fast Mitleid. Na dann, hau rein. Wo ist Jill? Jill! Oh, Torgal! Was hast du zu sagen? Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft, Torgal. Genau. Braver Torgal. Jeder Abschied birgt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir werden uns finden. Wir werden uns finden. Dann auf geht's, oder? Siehst du, Clive? Wir sind nicht allein. Wenn wir siegreich sein wollen, muss jeder seinen Teil tun. Und unserer, der liegt hinter diesen Türen. Angriff. Weiter zum inneren Heiligtum, ja, weil wir keine haben Wahl. Hart für diesen Moment gekämpft. Sids Traum, unser Traum, ist zum Greifen nah. Genau. Nun müssen wir die letzte Prüfung bestehen. Und das werden wir. Gemeinsam. Angriff!
Jetzt werden wir erstmal gleich alle... Ihr wisst alle, was uns hinter diesem Tor erwartet. Nee. Am Ende des Ganges. Doch dann. Niemand stellt sich dem allein. Ja. Ja. Was glaubt ihr denn, was direkt hinter dem Tor ist? Eine Armee nochmal, oder was? Eine Brücke, damit habe ich gerechnet. Ey, guck mal, Aufgabe für Dion. Sogar mit Behemoths und allem drum und dran. Anscheinend wird hier noch nach uns verlangt. Oh, doch alle? Ich halte sie auf. Wir halten sie auf. Geht! Lasst euch nur nicht zu viel Zeit! Die Frage ist, hat Ultima unendlich Monster? Das wäre sehr interessant, oder? Zu wissen. Was ist die Grenze? Ey, guck mal. Könnt ihr den auch sehen? Könnt ihr den auch sehen? Oh, oh. Ah, wegteleportiert, oder? Nein, nein! Hat in eine andere Dimension gebracht, wo wir jetzt fighten. Angriff! Komm zurück! Bereit! Denkt ihr, sie sind jetzt tot, oder was? Hast du extra Vita gelernt oder sowas? Ein Heilzauber gelernt? Extra? Das kannst du nicht einsetzen. Sieht nicht ganz wie dieses Dimensionsding aus, was wir kennen bisher. Joshua! Den hat's erwischt. Endlich tot, der Joshua, Treffer. Wach auf! Ich meine natürlich, ja, wach auf. Wir brauchen dich. Du bist so toll. Clive, was ist los? Das ist nichts, Donherr. Nee. Ihr wurdet in irgendeine andere Dimension gebracht. Willkommen. In unserer Finsternis. Okay. Eine Schlucht zwischen den Welten, die euch einlädt zur Besinnung. Zeig dich uns! Schwer und zahlreich sind die Sünden der Menschen. Und ihr sollt sie nun erkennen. Die Zeit ist reif. Das Schicksal hat euch die Rückkehr gewährt. Mhm. Also empfanget unsere Offenbarung. Ja, sehr Final Fantasy-esque. Ja. Gab es in Final Fantasy 9 und ne, am Ende erst in dieses eine Dungeon, ganz am Ende, wo man dann erst Wahrheiten erfährt, oder Final Fantasy 14. Kam das ja auch vor, ne? Wo man dann erst Stück für Stück ganz am Ende in einem Special Dungeon alles Ernste dann erst erfährt. Ich fürchte, wir sind hier gefangen. Wir müssen jetzt hier durchlatschen und kriegen Infos. Und den einzigen Ausweg bietet Ultima. Wir finden ihn und verschwinden. Die uns zeigen, dass er doch nicht so böse ist, wie man glaubt. Dass er... dass das alles irgendwo Sinn macht. Irgendwie sowas. Interdimensionaler Riss. Sowas nehme ich jetzt an. Kriegen hier und da immer wieder Infos, Fetzen. Oh, alles schwach, bla bla bla. Und er will uns umstimmen, dass wir auf seiner Seite sind. Yeah, coole Musik. Mal so was ganz anderes. So ein bisschen futuristisch, ein bisschen abgefahren. Eben nicht ganz, man ist nicht ganz da. Oh oh. Oh ja, erzählst du uns jetzt eine Geschichte. Um der menschlichen Schuld in ihrer Gesamtheit gewahr zu werden, müssen wir zurück zum Ursprung. Wer hätte es gedacht? Habe ich nicht genau das gesagt? Als die Welt noch sehr jung war,
schenken wir ihr ein Wunder. Magie. Ihr sagst ihr. Erklär doch mal ihr. Wer sind ihr? Das interessiert mich viel mehr. Und in ihrem Licht erblüht das Leben. Mhm, okay. Ja. Noch klingt's nicht schlimm, ne, wenn man so denkt. Außer dass halt. Doch der Preis für unsere Großzügigkeit war hoch. Ein Schatten fiel auf das Land und färbte den Horizont schwarz wie das Nichts. Wir versuchten ihm Einhalt zu gebieten, doch unsere Bemühungen blieben fruchtlos. Ja. Und so wählten wir die Flucht, wählten das Leben, in der Gewissheit, eines Tages unsere Rettung zu finden. Ja, klingt alles erstmal harmlos. Was hat das mit uns zu tun? Weil das ja die Fäule ist eindeutig schon aber ausgebrochen. Aber wenn die Magie der Ursprung der Fäule war, was ist dann mit den Mutterkristallen? Ja, wir müssen erst zum nächsten Punkt. Bevor wir den nächsten Teil der Geschichte hören. Die Antwort gibt er uns sicher gleich selbst. Ja, das fühlt sich sehr extrem nach dem Final Fantasy 14 Dungeon an. Ne? So, hier, oh, wie ging denn die Geschichte? Da, wo man unter Wasser ist in der Welt. Und da dann dieses Dungeon macht. Und man sich durch deren Vergangenheit durchkämpft und immer wieder so total wichtige Info-Drops kriegt, was denn passiert ist. Mit so einer Stimme aus dem Hintergrund. Und das dann nachkämpft, was ihnen passiert ist. Ne? Man kämpft dann sozusagen die Apokalypse nach, wie sie sie damals selber erlebt haben, so in der Richtung. Ohne, dass sie halt wirklich passiert. Und so ähnlich, so dasselbe Gefühl kriege ich hier jetzt auch. Doch unsere Rettung lag in weiter Ferne. Was wir brauchten, war eine Welt fernab des drohenden Verderbens. Vor uns lag eine Reise ohne Ziel, der unser Körper nicht standgehalten hätte. Also streiften wir ihn ab. Auf unseren Geist reduziert, fanden wir das neue Paradies. Rein wie frisch gefallener Schnee. Valestea. Dort sollte unser eigentliches Werk beginnen. Denn der Schatten war uns gefolgt. Okay. Wir sollen ihn alsbald bekämpfen. War eine Lösung gefunden. Die Plage hatte Wurzeln geschlagen. Um unserem Schicksal zu entgehen, mussten wir neu beginnen. Okay. Mit einer neuen Welt. Die Welt, die Barnabas wollte. Ein Paradies ohne Fäule, wo sein Gott ihn erwartet. Klingt ja eigentlich erstmal schön. Und wir. Wir sollten ihm dorthin folgen. Und dafür alles hinter uns lassen. Unseren Willen aufgeben. Ja, das ist halt das, was ihr nicht wollt. Also will Ultima, dass wir Barnabas Werk vollenden. Ja, aber er weiß... Spielen wir sein Spiel mit. Solange wir freien Willen... Solange die freien Willen haben, tun die es natürlich nicht. Aber mehr Infos kriegen, ja, warum nicht, klar. Aber natürlich werden die nicht... So mit den Infos, die sie jetzt haben zumindest... warum sollte man da den Plan weiter durchführen wollen? Macht ja keinen Sinn. Sollen uns erstmal auch unsere Fragen dann beantworten. Was passiert, wenn wir alle Mutterkristalle kaputt machen? Stoppen wir damit die Fäulnis? Können wir sie damit zurückentwickeln lassen? Was passiert, wenn wir dich besiegen? Bringt das auch irgendwas? Für die Schöpfung einer neuen Welt brauchten wir nicht nur unermessliche Kraft, sondern auch eine Physis stark genug, ihr standzuhalten. Ja, das sind Ersteres sollte ein leichtes sein. Das unberührte Valestea war reich an Äther. Und mit den Juwelen des Lichts, die wir streuten, würden wir ihn sammeln.
Die geeignete Physis jedoch erforderte Einfallsreichtum. Und so streuten wir die Saat der Menschheit. Du erschufst uns. Götter schöpfen und so auch wir. Wir streuten die Saat, damit du eines Tages sprießen würdest, Mythos. Wir glaubten unsere Zukunft gesichert und ruhten. Ein fataler Irrtum, wie wir erfahren sollten. Denn während unseres Schlafs beging der Mensch seine schwerste Sünde. Er erwachte. Allein taumelte er durch eine kalte und dunkle Welt, blind tastend auf der Suche nach dem herrlichen Licht seines Schöpfers. Schließlich versuchte er, selbst Licht zu entzünden. Und aus einem einzelnen, verirrten Funken ward sein Wille geboren. Das war so gar nicht geplant, okay. Der Mensch hatte sich selbst entdeckt. Bald richtete er seinen Blick in sich und fand Verlangen nach mehr. Mehr von dem, was nur Magie ihm schenken konnte. Also führte er Kriege und erschlug seinen Nächsten für dieses kostbare, doch schwindende Gut. Und Valistair vergoss schwarze Tränen. Ist er zu blind zu erkennen, dass die Fäule, die er brachte, nicht unsere Schuld ist? Nicht zu blind, nur zu stolz für die Wahrheit. Das ist komisch. Denn er ist genau wie wir. Ja, er scheint aber ein hochintelligentes Wesen zu sein. Viel intelligenter als ihr beide zusammengenommen wahrscheinlich. Deswegen ist es schon verwunderlich, dass er nicht erkennen kann, dass die Mutterkristalle damit auch was zu tun hat. Weil er hätte ja die Macht, einfach wieder wegzugehen, oder? Er könnte ja wieder einen anderen Planeten suchen. Ich wüsste nicht, was daran ein großes Problem sein soll. Genauso wie er einfach alles resetten könnte, indem er alle tötet. Von Anfang an war ja niemand stärker als er. Was hält ihn zum Beispiel davon ab, anstatt uns zu züchten? Nochmal von vorne beginnen. Versuchen, den Fehler zu eliminieren. Mit dem Willen. Gleich ohne Willen anfangen. Ifrit, oder was von ihm übrig ist. Okay. Lang ist unsere Glut erloschen und hart kalt eines Funkens. Erblicke ihre Gestalt und sieh, wozu du werden musst. Schon bald wird Valistair seiner schwarzen Bürde nicht mehr standhalten. Die Gier des Menschen treibt es immer weiter in den Niedergang. Aber du kannst es noch retten, Mythos. Also auf der Ebene, dass sie halt den Äther ausnutzen, die Form von Gier. Da hat er natürlich recht, das liegt schon an den Menschen. Wenn die Kristalle nicht nutzen würden, dann würde die Fäulnis auch nicht in der Art ausbrechen. Das ist der Grund für dein Sein. Weshalb wir dich nährten und über dich wachten, wie eine liebende Mutter es tut. Aber sie erstmal auslöschen. Und nun bist du voll erblüht, Mythos. Deine Zeit ist reif. Füge dich deiner wahren Bestimmung. Um dich zu retten? Die Sünde überleben zu wollen, hast du genau wie wir begangen. Die Schuld trägst du. Unser Wille ist aus Not entstanden, weil du uns verlassen hast. Und den sollen wir jetzt aufgeben? Für einen Platz in deinem neuen Paradies? Du glaubst also, ein solcher würde euch zustehen?
In unserer Welt ist kein Platz für Menschen. Also sollen wir was tun, was uns null Vorteile bringt? Null? Warum sollten wir? Bist du nicht fähig, diese Tatsache zu verstehen? Wir brauchten immer nur allein dich, Mythos. Und wenn die Zeit kommt, uns von diesem verrotteten Reich zu lösen, wird niemand folgen, niemand bleiben. Was genau bedeutet das? Dies ist unsere Welt. Ist ihre Wiedergeburt vollzogen, hat die Menschheit ihren Zweck erfüllt. Weshalb sollten wir eure Existenz weiterhin erdulden, wenn sie uns solchen Verdruss beschert hat? Weil diese Welt nicht dir gehört! Sie gehört uns allen! Ja, oder niemandem. Was? Ein weiterer Irrtum von dir. Euch gehört nichts als euer erbärmlicher Wille. Bruder. Ihr müsst euch jetzt vereinen und hat er genau das geschafft, was er will? Ich schaffe es nicht allein. Und jetzt bitte mach den Fusionstanz von Dragon Ball Z. Das musst du auch nicht. Fusion. Wir sind die vielen Worte leid. Nun müsst ihr lernen, dass wir kein Ungehorsam unserer Diener dulden werden. Oh ja. Sieht episch aus. Uneffektiv mit den ganzen Piekserchen und Stacheln, aber richtig cool. Meine Freunde, meine Familie. Wir haben gelitten, um zu überleben. Diese Welt mag Fehler haben, mag zerstört sein, doch sie ist alles, was wir haben. Und wenn du sie nicht teilen willst, dann bleibt uns kein anderer Weg. Du musst gehen. Du magst vielleicht unser Schöpfer sein. Aber nun wählen wir unseren Weg selbst. Denn diese Welt gehört dir nicht mehr. Sondern uns. Beugt euch, ihr Sünder. Kniet vor mir nieder. Oh wow, da hat mal Auto ausweichen. Ich glaube, bei der Attacke ja mal gar nicht. Aber in Ordnung. Ich glaube, das ist das nächste Mal anders bei der Attacke. Ist in Ordnung. Da, Torga! Den da! Böser Bube. Wunderbar, um sich aufs Ausweichen zu konzentrieren. Oh, der Odins-Schwert, also der hat auch alle Esper schon in sich vereint, ne? Was ja anscheinend Sinn macht. Oh, der hat sogar noch mehr Graviga. Der hat Gravitationszauber. Macht ja immer prozentualen Schaden in anderen Teilen, also wer weiß, wie der in dem Teil Schaden macht. Aber jetzt zwicken wir gerade an seinem gelben. Okay, da müssen wir anders ausweichen diesmal. Vielleicht diesmal weiter wegbleiben. Nee. Auf die andere Seite hinter ihm. Hatten diese Neonstrahlen hinter ihm irgendwas gemacht? Das können wir das nächste Mal probieren. Ihr braucht dann. Ja. Boom! Ja, die Attacke wollte ich trotzdem. Scheiße, hab ich's falsch benutzt. Hab die Attacke falsch benutzt. Ich wollte, dass die Center-Zucken-Attacke dann noch durch Ypres verstärkt wird. Oh mein, genau die Attacke hier. Die wollte ich eigentlich noch, dass die durch Ypres verstärkt ist. Während er gebrochen ist.
Aber ich hab's falsch gemacht. Mein Fehler. Bitte halt Center zucken, obwohl er wieder nicht gebrochen ist. Euer Widerstand wird eure Nee, jetzt der ganze Schaden war für ein Pobo. Ich fühle mich veräppelt. Nicht ungeschehen machen können. Okay, seine erste Nur Verwandlung. Mit gesenktem Kopf wird Buße getan. Okay. O elende Sterbliche, nicht einmal zur Reue seid ihr imstande. Zu reifer Zeit wollen wir unsere Früchte ernten. Komm schon! Oh, das hat gesessen. Sie gehört dir! Aber wir haben schon über die Hälfte runter. Seine erste Form. Nennen wir es mal, hm? Weil wir können jetzt natürlich sicher sein, dass der mehrere haben wird, ne? Das ist ja ein Final Fantasy Endboss. Eine riesige wird's auch noch geben. Das ist die erste. Wir haben dich auserwählt. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben. Klar, bei den Optionen, die du uns gibst, ist doch logisch. Der Raum krümmt sich. Gravitationskräfte. Er will es beenden. Wäre nicht das erste Mal. Aber garantiert das letzte. Nun, was heißt Dein das jetzt? Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leib gehört uns. Schnapp sie! Viel Gelaber. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja schon, oder? Ich glaube immer noch, das wird nur die erste Form sein. Danach gibt es ihn nochmal in groß und dann nochmal in nackig und dann nochmal in Solo-Kampf, bla, wo jeder nur noch irgendwie ein Leben in Wirklichkeit hat. Sequenzkampf hatten wir auch noch nicht gegen ihn. Das wird alles noch kommen, denke ich. Jetzt, Torgal! Liegt euch! Coole Attacken hat, da muss man ihn lassen. Ja. Cool designte Attacken. Oh, der hat gewonnen. Ich hätte gedacht, da schafft man es ausweichen, aber hat nicht geklappt. Ja, sauber, oder? Wenn wir hier noch Ifrit Power, dann heilen wir uns dabei ein bisschen. Schön, schön. Endlich. Endlich. Oh, 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 oh. Endlich heißt, er wollte, dass das passiert. Okay. Dann. Oh, 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 was haben wir? Ah, nee, nichts Besonderes. Hier, die Füllrate des Center-Zuckenbalkens steigt, also nichts Unerhebliches. Um 25%, das ist fein. Kann man zum Leveln vielleicht benutzen oder sowas. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir dann Schluss. Weil danach wird bestimmt Massen an Sequenz und Kämpfe und so noch auf uns zukommen. Und die wollt ihr sicher sehen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu likearieren. Das hilft meinem Kanal aus. Und ich stelle, bitte guckt das nächste Video an. Und wenn nicht, ich stelle sowieso rein. Tschüss, Sikorski und bye bye.